Forscher in einem Genlabor an der Universität München. Sie experimentieren mit der Erbsubstanz. Und dazu brechen sie ein ins Innerste der Zellen von Pflanzen und Tieren, von Bakterien und Menschen. Ja, also in so einem gentechnischen Labor, wie wir es hier sehen, ist so eine typische Ausstattung. Da haben wir eben die Gerätschaften, wo wir die modernsten Techniken anwenden können, um Gene zu vervielfältigen, die DNA-Sequenz, also die Basenabfolge von Genen zu bestimmen und natürlich auch bestimmte Gene aus einem Set von anderen Genen herauszuschneiden und in ein anderes Set hineinzubringen. Versuchsobjekt, eine Zucchini. Durch Reiben werden ihre Zellwände geknackt und ihre Erbsubstanz im Zellkern freigelegt. Etwas Lösungsmittel dazu. Die kostbare Substanz soll möglichst rein gewonnen werden. Und wo ist sie nun? Die geheimnisvolle Erbsubstanz? Also, was wir jetzt sehen, wir haben jetzt eiskalten Ethanol da drauf gegeben. Und in dieser Zwischenphase sehen wir jetzt das Genom, hier so als Faden. Und dann können wir das rausangeln. Das ist jetzt die Zucchini-DNA, also das komplette Genom. Der Faden, an dem das Leben hängt. Die DNA des Menschen sieht auch nicht anders aus. Mit Hilfe eines speziellen Geräts lässt sich die Zusammensetzung jeder DNA exakt bestimmen. Woraus besteht die Zucchini-DNA? Und Janis, wie sieht's aus? Wie weit bist du? Also unsere Sequenzierungsergebnisse sind jetzt schon da. Okay. Ich habe uns mal eine Probe hier hochgeladen. Ah ja. Und was kann er darauf bitte erkennen? Eine davon ist unsere Zucchini-Probe. Und die haben wir hier mal vergrößert, sodass wir hier diese Peaks haben. Und jede einzelne Farbe, die hier dargestellt ist, beschreibt oder kodiert für eine der Basen, der Bausteine der DNA, A, T, G oder C. Als Beispiel, vor mehreren Jahren hatten wir weltweit das Human Genome Projekt, wo das menschliche Genom sequenziert wurde, also die Basenabfolge eines menschlichen Genoms bestimmt wurde. Das hat damals wirklich über 10 Jahre gedauert, 10, 15 Jahre. Da haben mehrere Forscherteams weltweit dran gearbeitet. Heutzutage sind die Geräte so automatisiert und hochleistungsfähig, haben auf Hochdurchsatz programmiert, dass man so ein menschliches Genom innerhalb weniger Tage sequenzieren kann. Kleinere Genome, wie zum Beispiel von Bakterien, gehen so mithilfe dieser Automation innerhalb weniger Stunden. Schon winzige Mengen an Genmaterial reichen den Forschern für ihre Experimente aus, um große Ergebnisse zu erzielen. Gene lassen sich kopieren. Ich versuche jetzt einen bestimmten Genabschnitt zu vervielfältigen, damit ich dann später im Labor damit weiterarbeiten kann. Also ich brauche vor allem eine Polymerase, die mir als Enzym das Ganze vervielfältigt. Die Bausteine der DNA, damit das komplett zusammengebaut wird. Und ja, insgesamt 7 verschiedene Lösungen, damit das Ganze funktioniert. Zum Kopieren gibt er das aufbereitete Genmaterial in ein spezielles Kopiergerät für Gene. Und wie funktioniert das? Das Gerät hat so einen bestimmten Temperaturzyklus von sehr warm bis auf nur 50 Grad. Dabei finden immer bestimmte Abschnitte in diesem Zyklus statt. Zum Beispiel ist die Polymerase bei 72 Grad aktiv. Ein neuer Zyklus wird begonnen dann bei 98 Grad. Und dieser Zyklus wird dann bis zu 40 Mal hintereinander durchgeführt. Eine Kettenreaktion läuft ab, abgekürzt die PCR. Beim Erhitzen wird die DNA gespalten. Die Holme der Strickleiter driften auseinander. Beim Abkühlen lagern sich die zugefügten Primer-Moleküle an. Kurze, einsträngige DNA-Stücke, die exakt zu den Anfängen der DNA-Stücke passen. Die Polymerase, ein Enzym, startet die DNA-Synthese und weitere Einzelbausteine der DNA, sogenannte Nukleotide, lagern sich an. T passt zu A, G zu C. 2 komplette Stränge entstehen. Wird die Temperatur wieder erhöht, beginnt das Spiel von neuem, eine Kettenreaktion. DNA-Sequenzen können so sehr schnell vervielfältigt werden.
Nach 25 solcher Zyklen erhalten die Forscher über 50 Millionen Kopien. Und wofür wird dieses Verfahren genutzt? Ein sehr prominentes Beispiel ist etwa in der Forensik, also das kennt jeder vielleicht aus dem Fernsehen, dass man DNA-Spuren von bestimmten Tätern oder die Täter so überführt, dass man deren DNA spezifisch aus Haaren oder aus Hautschuppen isolieren kann, entsprechend auch mit so einer Technik die DNA vervielfältigen kann, entsprechend dann die Sequenzabfolge bestimmen kann und damit eben Täter überführen könnte. Auf ein Gel bringt der Genetiker Lösungen mit DNA-Sequenzen, die er zuvor vervielfältigt hat. Wir machen jetzt eine Gelelektrophorese. Da kann ich jetzt das PCR-Produkt überprüfen, ob die PCR funktioniert hat und ob es auch die richtige Länge hat. Strom braucht er dafür auch. Wir haben jetzt ein elektrisches Feld hier angelegt. Auf der Seite der negative Pol, hier der Pluspol. Da die DNA negativ geladen ist, wandert das Ganze Richtung Pluspol. Und je nachdem, wie groß das DNA-Stück ist, wandert es eben in einer bestimmten Geschwindigkeit Richtung Pluspol. Je kleiner es ist, desto schneller wandert es nach vorne. Dadurch haben wir dann eine Auftrennung nach Größe. DNA-Stücke bzw. Gene lassen sich damit vergleichen und sogar Verwandtschaftsverhältnisse erkennen. Im UV-Licht werden die charakteristischen Banden sichtbar. Diese dicken Banden, die man sieht, das ist also vervielfältigte DNA, gefärbte DNA. Und wir haben die jetzt nach Größe aufgetrennt, sodass wir jetzt nach Größe auch die Banden, sagt man, wieder aus dem Gel extrahieren kann, die DNA reinigen kann und dann entsprechend Folgeanwendungen zuführen kann, wie zum Beispiel die Gene in Bakterien zu bringen. Bakterien bauen diese Gene dann in ihre Erbsubstanz ein, zum Beispiel Resistenzgene gegen Antibiotika. Also ich habe jetzt hier meine Bakterienkultur nach der Transformation. Das heißt, die haben jetzt ein Fremdgen aufgenommen im besten Fall, das unter anderem Resistenz vermittelt gegen ein bestimmtes Antibiotikum, welches ich auf einer Platte aufgetragen habe. Und nur die Bakterien, die das Gen aufgenommen haben, können jetzt auch wachsen. Typisch für Bakterien sind Plasmide. Das sind kleine DNA-Ringe. In diese lassen sich relativ leicht zusätzliche Gene einbauen. Wir sehen jetzt hier ziemlich viele Bakterienkolonien, die alle das Plasmid eingebaut haben. Allerdings haben nur die, die nicht blau sind, also die noch weiß geblieben sind, die haben auch unser Zielgen eingebaut. Und so funktioniert diese Technik. Gentechniker nehmen den Plasmidring, schneiden ihn auf und setzen ein Stück DNA ein. Hier die Information für Insulin. Ein Enzym verknüpft das Stück mit dem Plasmidring. Der wird dann in die Bakterienzelle zurückgebracht, die jetzt Insulin herstellen kann. Das nutzt die Pharmaindustrie im großen Stil. In den riesigen Fermentern leben Abermillionen von Kolibakterien und produzieren Insulin, ein Medikament für Diabetiker. Mit Hilfe von Bakterien lassen sich auch die Gene von Pflanzen verändern. Hier werden transgene Pflanzen hergestellt für die Grundlagenforschung. Und wir haben ja bereits gesehen, dass wir mithilfe unserer molekularbiologischen Techniken Gene in Bakterien bringen können. Und hier werden dann bestimmte Bakterien mit solchen Genen ausgestattet und dann entsprechend die Gene in solche Pflanzen transfiziert, sodass wir hier Pflanzen haben, mit die entsprechend ein zusätzliches Gen haben oder denen ein Gen weggenommen wurde. In das Plasmid eines Bakteriums werden Fremdgene eingebaut. Hier ein Gen für ein Vitamin. Das Bakterium befällt die Pflanzen und überträgt das Plasmid mit dem Fremdgen in die Pflanzenzelle, die es in ihre DNA einbaut. Da sich aus einer Zelle in Gewebekultur relativ leicht neue Pflanzen ziehen lassen, erhalten die Forscher rasch transgene Pflanzen. Ein Rückblick. Menschen versuchen seit jeher, Pflanzen zu züchten und zu optimieren. 1980 gelingt es erstmals, Gene aus einer Zelle auszuschneiden und in eine Zellkultur einer anderen Pflanze zu übertragen. 3 Jahre später, 1983, glückt das bei einer ganzen Pflanze, dem Tabak, in einem Gewächshaus in den USA. Am Kölner Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung führen Forscher ein Maisgen in Petunien ein, das die Farbe verändern soll.
1990 werden die gentechnisch veränderten Petunien freigesetzt, zum ersten Mal in Deutschland. Die Forschung geht weiter mit Kartoffeln. Sie sollen per Gentechnik eine neue Stärkezusammensetzung bekommen, ideal für die Papierherstellung. 1993 werden sie in Niedersachsen ins Freiland gepflanzt. In den USA wird 1994 die sogenannte Anti-Matsch-Tomate zugelassen. In ihr ist ein Enzym gehemmt, das die Zellwände abbaut. Hauptsächlich wird sie zu Ketchup verarbeitet. In Deutschland kommen 1994 Zuckerrüben ins Freiland, die resistent sind gegen eine Wurzelkrankheit. Im selben Jahr setzt die TU München herbizidtoleranten Mais und Raps frei, um die Folgen der Gentechnik auf Boden und Umwelt zu erforschen. Die Pflanzen werden von Aktivisten zerstört. In Kanada säen einige Landwirte 1995 erstmals gentechnisch veränderten Raps zu kommerziellen Zwecken aus. In den USA wird die Sojabohne Roundup Ready von Monsanto 1996 kommerziell angebaut. Die EU erlaubt den Import als Futtermittel. In den USA wird 1997 gentechnisch veränderter Mais großflächig angebaut. In der EU regelt die Novel Food Verordnung, dass Lebensmittel auf gentechnisch veränderte Organismen geprüft und gekennzeichnet werden. In Deutschland startet 1998 ein Pilotprojekt mit 350 Hektar gentechnisch verändertem Mais. Das Projekt endet 2000 wegen massiver Proteste. 2004 wird bei uns der Mais Mohn 810, resistent gegen den Maiszünsler, kommerziell angebaut. 2007 muss Monsanto in Deutschland Vertrieb und Anbau von Mohn 810 stoppen. Der Konzern legt einen Umweltbeobachtungsplan vor. Das Embargo wird wieder aufgehoben. Ein neues Gentechnikgesetz regelt den Abstand zu Nachbarfeldern. Es tritt 2008 in Kraft. Für Kritiker ist das zu wenig. 2009 legt Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner neue Studien vor. Ich komme zu dem Schluss, dass es berechtigten Grund zu der Annahme gibt, dass der gentechnisch veränderte Mais der Linie Mohn 810 eine Gefahr für die Umwelt darstellt. In Deutschland werden momentan offiziell keine gentechnisch veränderten Pflanzen mehr in der Landwirtschaft angebaut. Die traditionellen Wege der Zucht verlassen auch die Tierzüchter. Das sind Klonferkel, geklont von Tiermedizinern im Labor der Universität München, geboren von einer Leihmutter. Die Ferkel haben alle die gleichen Gene. Unter dem Mikroskop bearbeitet die Forscherin Eizellen von Schweinen. Zunächst entfernt sie den Zellkern und verändert die Erbsubstanz, indem sie ein Gen einsetzt, das Schweine zu Diabetikern macht. Den veränderten Zellkern bringt sie dann in die Eizelle zurück. Muttersauen tragen die Embryonen aus. Die geklonten Diabetikerschweine werden ärztlich überwacht. Ihr Blutzucker wird gemessen. Das Schwein ist in vielem dem Menschen sehr ähnlich. Vielleicht wird es eines Tages möglich, Diabetes beim Menschen mit insulinproduzierenden Zellen vom Schwein zu heilen. Gentechnische Verfahren nutzen auch die Mediziner in der Krebsforschung. Krebs ist charakterisiert durch ein unkontrolliertes Zellwachstum. Ziel der Forscher ist es, durch Gentherapie Krebszellen zu zerstören. Dazu werden Krebszellen isoliert und gentechnisch so verändert, dass sie eine Immunantwort des Patienten auslösen. Zurück im Blut kommt die Maschinerie des Immunsystems in Gang und der Krebs wird bekämpft. Man impft sozusagen gegen den Krebs. Eine weitere Forschungsrichtung zielt darauf ab, Gene in die Krebszellen einzubringen, die diese zerstören. Normalerweise hat jede Körperzelle die Fähigkeit, ihren eigenen Zelltod auszulösen. Das geschieht immer dann, wenn die Zelle durch Muttergene schwer beschädigt ist. Bei Krebszellen findet dieser natürliche Schutzmechanismus nicht statt. Sie haben die Fähigkeit des selbst ausgelösten Zelltods verloren. Um genau diese Fähigkeit wiederherzustellen, bringt man gezielt Gene in das Tumorgewebe ein, um den Tumor absterben zu lassen. Aber obwohl intensiv daran geforscht wird, eine Heilung von Krebs durch Gentherapie ist vorerst noch Vision.